Eine Raffinerie in Norddeutschland. Drei Kolbenverdichter. Über 50 Jahre Betriebszeit. Überdurchschnittliche Partner. Und die Innovationskraft eines ganz besonderen Unternehmens waren die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Idee und ein einzigartiges Konzept. Wir befinden uns hier am Standort Merane bei der Borsig ZM Compression GmbH. Wir sind hier ein aufstrebendes Unternehmen am Standort Merane. Wir haben ja mal mit 50 Mann begonnen. Wir sind mittlerweile wesentlich größer geworden. Ende der 50er Jahre wurden von Borsig für eine große Raffinerie Kompressoren zur Verdichtung von Prozessgas konstruiert, gebaut und installiert. Adolf Strecker, ehemaliger Borsig-Richtmeister, betreute die Maschinen seit Anfang der 60er Jahre. Jede Maschine muss nach einer gewissen Zeit überholt werden, je nach Bedarf. Eine Maschine läuft im Jahr, wenn sie ständig läuft, 8000 Stunden, das ist ja schon was. Nach mehr als 50 Jahren Laufzeit und unzähligen Betriebsstunden wurden auch bei den robusten Maschinen Reparaturintervalle kürzer. Und irgendwann stellte sich die Frage, bis wann lohnen sich größer werdende Reparaturen gegenüber den Vorteilen eines Neubaus noch? Wir haben natürlich schon in dem Moment, wo die Anfrage für die Ersatzteile kam, uns die Archivdaten angenommen aus dem Neubau. Also die Neubauarchive aus den 50er Jahren zur Verfügung, konnten dort also die Konstruktion bewerten, die Machbarkeit bewerten. Und bei dem Umfang, der damals angefragt worden ist, haben wir dann gesagt, naja, im Prinzip wollt ihr so viel Ersatzteile haben, das ist ja schon fast die ganze Maschine. Dann bauen wir euch doch lieber gleich eine ganze Maschine. Das trifft man nicht sehr häufig. Normalerweise werden Anlagen nach 50 Jahren Betriebszeit modernisiert. Da ist das Verfahren veraltet, da sind die Produkte veraltet. Da macht man was Neues. Hier in diesem Fall hatte der Kunde nicht die Möglichkeit. Er hatte, wie gesagt, begrenzte Platzverhältnisse, ein begrenztes Budget und wollte letztendlich Maschinen nach einem alten Stand neu ingeniert. Das hatte der Kunde nicht erwartet, dass außerhalb der üblichen Produktionspalette ganze Maschinen neu gebaut werden können. Die vorhandenen Maschinen hatten sich über 50 Jahre sehr gut bewährt und die Anlagen sollten mindestens weitere 20 Jahre in der Produktion bleiben. Könnten nicht diese Anlagen ohne größere Umbauten erhalten bleiben und die Maschinentechnik wieder beschafft werden? So wurde der Entschluss gefasst, diese Maschinen detailgetreu nachzuempfinden, wie sie schon einmal vor 50 Jahren von Borsig gefertigt wurden. Mithilfe alter Originalunterlagen der noch laufenden Maschinen und unter Einbeziehung der Erfahrung einstiger Borsig-Ingenieure und Monteure sollte aus einer Idee Wirklichkeit werden. Zunächst wurde jedes einzelne Bauteil bis hin zum gesamten Kompressor auf Basis der einstigen Unterlagen als 3D-Modell neu konstruiert. Von Anfang an war dabei klar, dass für die notwendigen Bauteile ein spezielles Modulierungsverfahren zum Einsatz kommen musste, das dem herkömmlichen Verfahren mit aufwendigem Modellbau weit voraus war. Wir befinden uns hier in den heiligen Hallen der Direktform. Wir sind ein Rapid Prototyping Unternehmen. Man kann auch sagen, Rapid Manufacturing Unternehmen. Wir können den Modellbau, der die meiste Zeit in Anspruch nimmt und auch mit am teuersten ist, in der Form ablösen, dass wir die Formen direkt fräsen und direkt zur Verfügung stellen. Weil wir 3D konstruieren, konnten wir natürlich auch die Daten per Computer übermitteln. Und die haben diesen Gießprozess simuliert. Das ist etwas, was man früher überhaupt nicht machen konnte. Früher hat man seinen Modellbauer, der hatte ein gewisses Know-how und er wusste ganz genau, wenn er das Modell so und so baut, wird da was draus. Ich sage jetzt mal salopp, der Daumenradius des Modellbaumeisters ist dann nicht mehr relevant, sondern es zählt der Datensatz. Speziell bei großen und komplizierten Industriebauteilen, wie beispielsweise Zylinder für Kolbenverdichter, können mit dem Direktformverfahren Gussformen so wesentlich schneller, effektiver und genauer hergestellt werden als im herkömmlichen Modellbauverfahren. Und Fehler
werden auf ein Minimum reduziert. Bei diesem Projekt ist das schon eine Besonderheit, weil wir hier ganz interessante Bustechnologien eingesetzt haben, die wir in der Servicearbeit schon benutzt haben und auch zusammen mit den Partnern mitgestaltet haben. Ja, vielleicht war es vorteilhaft, dass ich von Hause aus Maschinenbau studiert habe, Maschinenbauer bin und quasi als Quereinsteiger in die Gießereiszene reingekommen bin. Und dann quasi mit einem ganz anderen Blickwinkel diese Problematik gesehen habe, mit einer hohen Zuverlässigkeit zum Termin X die Teile zu haben und die voll einsetzen zu können. Mit der Siemens Gusstechnik GmbH stand dem Projekt eine Gießerei zur Seite, die den speziellen Ansprüchen dieses Projektes gerecht werden konnte. Einzelstücke mussten ebenso korrekt gegossen werden wie Bauteile, die zwei- oder auch sechsmal den gleichen Anforderungen entsprachen. Durch die Erfahrungswerte von Direktform als auch die der Gießerei gelang es schließlich, die auf unterschiedlichen technologischen Verfahren basierenden Bauteile passgenau zu fertigen. Und wir haben von allen 12 Zylindern, die wir bei dem Projekt gegossen haben, nicht einen Ausschuss gehabt. Also das ist Wahnsinn, das ist fantastisch. Das sind natürlich Prozesse, mit denen man natürlich auch eine Sicherheit, eine Engineering-Sicherheit für die Zukunft schafft, für andere Projekte. Ja. In den Werkhallen von Borsig ZM liefen dann schließlich wieder alle Fäden zusammen. Hier wurde ein jedes Bauteil durch einen 3D-Laserscanner einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Jedes einzelne Stück wurde dabei mit den 3D-CAD-Daten aus der Konstruktion abgeglichen und auf mögliche Fehler überprüft. Danach konnten die Rohgussteile der mechanischen Fertigung zugeführt werden. CAD-gesteuert wurden die Werkstücke jetzt mit den im Meraner-Werk vorhandenen modernen Maschinen mechanisch bearbeitet. Schließlich überprüfte ein Laser-Tracker noch einmal die Maße aller Einzelstücke, bevor sie in die Endmontage gelangten. So entstanden nach und nach neue Verdichter, die originalgetreu und genau jenen, bereits vor 50 Jahren von Borsig gefertigten, glichen. Wir haben mittlerweile doch eine sehr große Bandbreite an Maschinen und manchmal hat man in diesem ganzen Zeitdruck und in diesem Auftragsstress, man steht gar nicht mehr die Zeit, das zu würdigen, was man geschafft hat, welche Maschinen man geliefert hat. Ich denke, wenn man jetzt zurückblickt, und das ist eigentlich immer meine Erkenntnis gewesen, wenn ich von der Baustelle gegangen bin, jeden Tag, und ich drehe mich um, muss etwas zu sehen sein. Und das habe ich, wenn ich als Monteur an einer Maschine draußen arbeite. Und das ist etwas, was ich eigentlich immer gerne gemacht habe, weil ich gesehen habe, was ich mache, was ich mit meinen 10 Fingern produziert oder repariert oder eben aufgestellt habe. Es ist nicht alltäglich, so einen Auftrag zu haben und auch erfolgreich durchzuziehen. Natürlich ist ein Stolz dabei. Jede Maschine, die hier rausgeht, egal welcher Typ, sind wir stolz darauf. Und besonders stolz waren wir dann beim Probelauf, welche hervorragende Eigenschaften auch dieser Maschinentyp hat. Innerhalb des mit Spannung erwarteten Probelaufs, zu dem die Auftraggeber und alle am Projekt beteiligten Ingenieure und Monteure zusammenkamen, sollte sich zeigen, ob die außergewöhnliche Idee letztendlich aufgehen würde. Ich kann schon sagen, dass die Leute, die hier an dem Projekt damit gearbeitet haben, direkt mitgearbeitet haben, dass sie schon sehr stolz sind, dass die diese alten Maschinen neu modern rausgebracht haben. Wir haben gezeigt, dass es geht. Es geht wirtschaftlich, es geht in einer absehbaren Zeit, also in einer vertretbaren Zeit, die nicht länger dauert als bei einem Neubauprojekt. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wir damit senden können. Wird
sicherlich in die Welt hinausstrahlen, was möglich ist, wo dann der Kunde sich entscheidet, kauft er eine neue Anlage oder macht er eine Modernisierung der alten. Mit diesem einzigartigen Nachbaukonzept haben wir ein Fertigungsverfahren entwickelt und umgesetzt, das eine wirtschaftlich effektive Alternative zu einem Neubau bietet. Alle besonderen Eigenschaften wie Verlässlichkeit, Laufruhe und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten der alten Maschinen blieben dabei erhalten. Zugleich aber wird der Nachbau durch die Vorteile moderner Konstruktionsmethoden und Fertigungsverfahren komplettiert. So entstehen noch bessere Maschinen für maximale Leistungsfähigkeit durch ein Fertigungsverfahren, das gegenüber einem herkömmlichen Neubau betriebswirtschaftlich wesentlich effektiver ist und in der Fertigungsdauer dem Neubau nicht nachsteht. Inzwischen haben sich weitere Unternehmen für unser außergewöhnliches Konzept entschieden. Sie alle nutzen nun Potenziale, die anderswo vielleicht gar nicht bewusst geworden sind. Wir denken im Sinne unserer Kunden voraus. Denn wir sind Borsig ZM.